Ach, wie gut, dass keiner weiß, dass ich Flüchtlingsabschieber heiß. Na, heißen sie natürlich nicht. Sie heißen Christian Lindner und Olaf Scholz. Und noch nicht vor so allzu langer Zeit haben sie mächtig auf die Flüchtlinge eingeprügelt. Lindner wollte jeden, aber auch jeden aus dem Irak oder Syrien, ist mir jetzt entfallen, aber aus einem dieser Kriegsgebiete ausweisen. Jeden. Das war sein Wahlversprechen. Aber wie es Christian Lindner zusammen mit seinem Kubicki, der Bad Cop ist, es gibt ja Bad Cop, Good Cop. Mechanismen in der FDP, ja, wie die das halten mit ihren Versprechen, das wissen wir mittlerweile, während Kubicki mit den anderen Mitgliedern des Bundestages von dieser Ampel auch mal einen Schiffbruch erleidet, weil seine Yacht sich da irgendwo verheddert hat. Ja, erleidet Lindner gerade den größten Schiffbruch seiner politischen Karriere. Denn es hat sich dieses breite Bündnis aus Bürgern gebildet und halt nicht nur aus Landwirten, die sagen, jetzt ist es aber genug gewesen. Also sind sie vollkommen verzweifelt und da kommt natürlich korrektiv gerade richtig dieses merkwürdige Institut eines ehemaligen Journalisten. Man kann ihn nicht mehr als Journalisten bezeichnen, den Chef dieser ganzen Angelegenheit, denn er ist ein Haltungsaktivist, genauso wie Leute wie Kniffke zum Beispiel, die alle von Steuergeldern bezahlt werden. Kniffke vom Geld, das von euch erpresst wird, das nennt man dann Rundfunkgebühr, und Korrektiv wird finanziert durch die Bundesregierung. Also hier wird ein Sturm im Wasserglas losgebunden, wieder einmal, dass die Alternative für Deutschland die Vertreibung von Millionen Menschen planen würde. Aber Olaf hatte gerade noch vor kurzer Zeit geäußert, ja, wir müssen hier massenhaft abschieben, wir müssen Flüchtlinge massenhaft abschieben. Dann gibt es da noch so eine Sumpfblüte, das ist Dunja Hayali, die dann schreibt auf X ehemals Twitter, dass sie wie die anderen Linken ja hasst wie die Pest, aber sie ist immer noch drauf. Da schreibt sie dann, ja, also ihr wollt, dass ich Deutschland verlasse, das wird euch mit mir nie gelingen. Die hochbepreiste Journalistin mit Haltungsschaden zeigt also Mut im Sinne der Bundesregierung und tut wirklich so, als würden hier Menschen vertrieben. Übrigens, die AfD, Frau Hayali, ist noch nicht in der Regierung, aber sie wird es irgendwann sein, zumindest erst einmal in Bundesländern, wo sie dann aufräumen wird mit diesem unglaublichsten Unsinn, der in allen Politik- und Fachgebieten so veranstaltet wurde. Gesetze kann man sehr schnell zurücknehmen. Das hat man auch gesehen in Amerika unter Donald Trump. Der hat ja so einige gequirlte Scheiße dann einfach dahin entsorgt, wo sie hingehört, nämlich in die Toilette. Und das wird die AfD, die Alternative für Deutschland, genauso tun. Hier sind nur noch Leute wütend unterwegs, die Vertreibung schreien, denen übrigens die Vertreibung der Deutschen 1945 vollkommen egal ist. Die übrigens sagen, dass die Deutschen damals das ja sowieso verdient hatten. Das ist ja so dieser Tenor eurer geisteskranken Welt. Denn da hat Aiwanger schon recht. Aber es betrifft, Herr Aiwanger, nicht nur die Grünen. Da ist einiges an Geisteskrankheit unterwegs. Da sind Leute, die psychisch schwer beschädigt sind, die Hiroshima gut reden, die die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten gut reden, die Bombardements der Alliierten auf Deutschland gut reden. All dies ist nicht in Ordnung. Und das, was da geschehen war 1945, das war eine wirkliche Vertreibung. Auch das, was mit den Jesiden unter der Untätigkeit der westlichen Wertegemeinschaft passiert ist, auch das war eine Vertreibung. Was hier jetzt angeplant ist durch die AfD, ich meine, es ist total lächerlich, was ihr da tut, weil die AfD hat es von Anfang an gesagt. Sie hat gesagt, dass Asylanten einmal, dass sie nicht mehr schutzbedürftig sind, in ihre Heimatländer zurückkehren müssen. Und nochmals, die Ausnahme bestätigt die Regel. Aber ihr habt ein kurzes Gedächtnis, was eure eigenen Aussagen betrifft. Und ansonsten seid ihr einfach Lügner, Betrüger und Manipulatoren.